Und vom Ziel ab jetzt noch eine Runde. Angun Dubocage marschiert. Das tat er auch vor 14 Tagen, wurde dann auf den letzten Metern abgefangen. Schauen wir mal, wie es heute aussieht. Und Fehler jetzt von den Goda. Angun Dubocage weiter in der Pole Position mit Kerwin Pasel und Ganife de Belvi. Den Goda nach dem Fehler aus der Partie. Und Josie Okanje ist jetzt im Vordertreffen aufgetaucht, hat sich vorgearbeitet, hat die vierte Position innen, hat noch alle Möglichkeiten. Es geht in den Schlussboden. Angun Dubocage, Ganife de Belvi mit Kerwin Pasel, dann Josie Okanje. Und diese vier werden diese Sache auch unter sich ausmachen. Es geht auf die letzte Ecke zu Angun Dubocage, hat den Kopf noch vorn. Jetzt wird die Trotto.de-Ziel gerade erreicht. Es geht in die entscheidende Phase. Angun Dubocage, Ganife de Belvi greift an, kommt aber nicht so recht weiter. Dafür an der Innenseite noch einmal Kerwin Pasel. Angun Dubocage gewinnt aber und das zweite Geld bleibt bei Ganife de Belvi vor Kerwin Pasel und das vierte Geld an Josie Okanje. Vorläufige Platzierung. Es siegte die 7 Angun Dubocage. Zweiter die 6 Ganife de Belvi. Dritter die 1 Kerwin Pasel. 7, 6, 1 vorläufig. Noch 50 Meter und das sechste ist ab. Und diesmal erwischt Angun Dubocage einen Voranstart, übernimmt das Kommando vor Kerwin Pasel, der uns hier beim Probestart aufgefallen ist, direkt dahinter. Und die 5 Speedway im gestreckten Galopp ist jetzt auch aus der Partie genommen worden. Es geht in die Gegenseite. Angun Dubocage führt. Angun Dubocage mit einer 2,5-3 Längenführung vor Kerwin Pasel. Dicht auf, dann Ganife de Belvi. So, das Vordertreffen etwas zurück, dann den Goda mit Fango Royal an der Außenseite. Ja, und das Schlusslicht bei Harry Fligny. Das Feld weit auseinandergezogen. Angun Dubocage führt weiter das Feld an. Die ersten drei haben sich etwas abgesetzt. Das sind Angun Dubocage mit Ganife de Belvi und dazwischen noch Kerwin Pasel. Und vom Ziel ab jetzt noch eine Runde. Angun Dubocage marschiert. Das tat er auch vor 14 Tagen, wurde dann auf den letzten Metern abgefangen. Schauen wir mal, wie es heute aussieht. Und Fehler jetzt von den Goda. Angun Dubocage weiter in der Pole Position mit Kerwin Pasel und Ganife de Belvi. Den Goda nach dem Fehler aus der Partie. Und Josie Okanje ist jetzt im Vordertreffen aufgetaucht. Hat sich vorgearbeitet, hat die vierte Position innen, hat noch alle Möglichkeiten. Es geht in den Schlussboden. Angun Dubocage, Ganife de Belvi mit Kerwin Pasel, dann Josie Okanje. Und diese vier werden diese Sache auch unter sich ausmachen.
Es geht auf die letzte Ecke zu Angun du Bocage, hat den Kopf noch vorn. Jetzt wird die Trotto-DE-Zielgerade erreicht. Es geht in die entscheidende Phase. Angun du Bocage, Ganife de Belleville greift an, kommt aber nicht so recht weiter. Dafür an der Innenseite noch einmal Kevin Pasel. Angun du Bocage gewinnt aber und das zweite Geld bleibt bei Ganife de Belleville vor Kevin Pasel und das vierte Geld an Josie Okanje.